Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und wenn ihr es irgendwann später mal guckt, einen wunderschönen Tag. Und wir werden heute das dynamische Beladen hier auf der neuen RPM-Map mal ausprobieren. Und ich muss sagen, ich finde dieses Feature absolut geil. Lasst einfach mal ein Däumchen da und ein Küsschen für die RPM-Leute. Ja, dann werden wir mal in unseren LKW steigen. Wir sind hier in irgendeinem kleinen, naja, ich würde mal sagen, naja, Blumenhandel. Und dann gehen wir doch einfach mal zu unserem LKW. Ja, die Fracht ist hier schon offen. Wir mit den Schmitz Cargo Bull. Ja, heißt der eigentlich Cargo Bull? Ja, Schmitz Cargo Bull. Der ist schon offen, noch nicht ganz beladen. Und deswegen werden wir erstmal reinsteigen und machen den Motor an. Und werden erstmal zur Verladestelle fahren. Oh, erstmal hier Warnblinker aus und dann müssen wir mal einen Gang reinmachen, ne? Und dann gucken wir mal, ob das Tor aufgeht. Sollte eigentlich aufgehen. Ah, ich mag das, ja. Wir werden jetzt nicht die ganze Map hier abfahren. Weil 1:1 ist wirklich schon, ja, eine gewisse Herausforderung, ne? Das ist wirklich wahr. So, hier dürfe ich gar nicht langfahren. Ah, gut, gut. Boah, ich mag das, wenn die Krachten so ein bisschen offen sind. Ja, sieht schon echt nicht schlecht aus. So, wir müssen jetzt nämlich hier rein. Öffnet sich. Ah, gut. Ich habe gar nicht den richtigen Innenraum ausgewählt hier von den LKW. Sehe ich gerade, aber egal. Sollte auch so gehen. Das Navi ist kaputt. Und sie guckt uns an. Naja. Sie guckt mich immer so vorwurfsvoll an, ob ich das alles richtig mache. Ne? Wir werden auch gleich nochmal auf die Map gehen, um euch zu zeigen, wo das jetzt hier ist. Ich finde das total cool, dass man hier mehrere... Na, ich sag mal, kann man hier eigentlich rausfahren? Das sieht aus, als wenn ein Tor dynamisch gehen würde. Ja, geht. Und hier wird gearbeitet. Ja, da hinten läuft alles. Schön gemacht. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ah, hier, guck mal, der lebt. Ah. So, warte mal. Jetzt werden wir das so machen, dass wir hier auch mal die Fenster runter. Wir werden noch ein paar Mal korrigieren müssen. Hin? Wo sind wir denn? Sieht's aus? Ah, wir fahren erstmal ein Stück nach hinten. Das war jetzt ein bisschen zu krass, aber man muss auch wirklich sagen, mit diesen Aufliegern hat man hier manchmal so ein bisschen zu tun, ne? So. So. Jetzt geht's erstmal dahin. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt selber auch so ein bisschen manövrieren können. Wir können auch vorwärts reinfahren, das ist auch alles gar kein Problem. Jetzt halten wir mal an und nehmen hier die Flycam und schauen uns das hier alles genau an. Ja, erinnert mich wirklich wie, na, aus dem Landwirtschaftssimulator. Wirklich, das ist einfach nur eine schöne Sache. Mal sehen, ob, wenn das Griechenland-DLC kommt, ob wir dynamisches Beladen dann auch für den Euro-Truck-Simulator bekommen. Vielleicht sogar ein anderes Feature. Müssen wir mal abwarten. Aber ich denke mal, es könnte gut möglich sein, dass wir da auch schon dynamische Sachen mit im Spiel bekommen. Schön wäre es, wenn wir hier noch eine Tonnenanzeige irgendwie sehen müssen, wie viel Tonnen man eigentlich denn geladen hat. Ne? Aber naja, gut. Sehen wir ja gleich. Ach, was ich sagen wollte. Heute, oh, so ist es. Heute um 20 Uhr werde ich dann loslegen mit einer Runde Assassin's Creed. So, ich würde mir auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Wir werden jetzt hier schön gemütlich langfahren. Ich glaube, wir fahren hier raus. Aber wir könnten auch hier hinten rausfahren, dann würden wir das hier wenigstens freischalten. Ja, so machen wir das. Und dann fahren wir einfach nur Parkplatz. Oder wir fahren auf dem Parkplatz hier. Ja, wir fahren auf dem Parkplatz hier. Auf dem Parkplatz. Da fahren wir hin.
dann ist dann Feierabend. Oder, nee, warte mal, wir fahren zur Baustelle. Ach komm, lassen wir es einfach mal so. Wir lassen es einfach mal so umfahren. Ach, schön. Also, wieder zurück. Große Strecke heute. Also unser LKW auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen verbessern. Inneren. Lade auch schön geschlossen. Ich glaube, das geht mechanisch oder geht das schon elektrisch, dass wir hier die Planen machen können. Und hier, guck mal, hier schön LKW mit der Lackierung. Was haben wir hier? 730 PS. Und ich bin das erste Mal unterwegs mit den DB-Mod. Ja, da werden wir vielleicht irgendwo mal den Traffic mal erhöhen. Aber nicht heute. Werden wir vielleicht dann später irgendwo auch mal. Das ist jetzt für mich erstmal so ein kleiner Test. Ah, die guckt hoch, sie sagt, ist alles frei. Gut, dann passt es. Ach, herrlich. Oh, ist das eng. Ist das eng. Uiuiuiuiui. Hätte ich aber nicht gedacht, dass es so enge wirkt alles hier. Aber okay, wir haben es hingekriegt. Ach, das ist einfach nur wieder ein schönes Fahren. Wenn ich jetzt überlege, ich habe vor allzu langer Zeit hier diesen LKW-Simulator da Schwertransport gespielt und das ist ja wirklich sehr, sehr komisch. Und der Traffic ist auf jeden Fall ein bisschen erhöht. Ja, was sehen wir denn hier? Die halten alle an, gut. Ach, das ist der Sprinter, der neue, der hier im Spiel ist. Also ich habe sonst keine Traffic hier drin an sonstigen Fragen. Ach, guck mal, sogar mit Lackierung. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch so sehen. Aber ich habe den Traffic auf 1 gelassen bei den DB-Mod. Und dann gucken wir mal, ob das alles ohne Probleme läuft, ne? Ah, sollte eigentlich. Autobahn fahren in Stücke. Oh, wie schnell fahren wir eigentlich hier? Fahren bis mehr als 60. Wir dürfen ja nicht so schnell 65, denke mal, dann sagt sei nichts. Ja, also, man muss wirklich sagen, ich freue mich, dass diese Map jetzt hier im Spiel ist. Und wir jetzt gemütlich auch mal ein paar Alternativen zu der Standardkarte haben. Und ich würde mal fragen, was oder auf welcher Karte ihr unterwegs seid. Ich denke mal, viele von euch werden sehr, sehr oft Truck SMP jetzt wieder unterwegs sein. Das werden wir am Sonntag wieder. Sonntag ist wieder Truck SMP. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Und wir werden, wenn alles gut und ohne Probleme abgeht, habe ich nächste Woche Sonntag vor, einfach mal hier auf den Server zu gehen. Dann, also von Truckers, also von der RPM-Map, wenn ich jetzt, dann einfach mal im Convoy-Modus ein bisschen rumzufahren. So, was sehen wir denn hier? Der Bus hat hier leichte Probleme. Ja, der fährt ein bisschen weit raus, ne? Jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, der fährt schon ein bisschen weit raus, ne? Aber die haben es auf jeden Fall nicht gekriegt. Also, dem ist die KI auch nicht. Ob es jetzt läuft? Cool. Jetzt irgendwo was abstürzen, dann müssen wir halt mal schieben wir es einfach mal auf den. Und weil so war jetzt gar nichts. Ich habe jetzt über 50 Mods drin. Jetzt müsste man, glaube ich, bei 55 Mods sein, jetzt ich hier im Spiel habe. War ein bisschen mutig von mir. Und überall diese Bushaltestellen. Ach, herrlich, 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 herrlich. Vielleicht kann man ja mal testen, dass vielleicht der ein oder andere AI-Mod trotzdem noch funktioniert oder die Leute hier von RPM
machen ihren eigenen KI-Traffic-Mod. Also ich meine jetzt mit Fahrzeugen. Die haben ja jetzt hier schon, Sprinter sind auf jeden Fall sehr angesagt. Hier ist, ja, da fehlt auf jeden Fall nur der VW, ne? Aber wir haben ja, glaube ich, auch noch einen Crafter, ne? Ach nee, ein für hier, ne? Wo müsste es sein? Gibt es ja noch einen alten grünen Bundeswehr-Bulli. Ja, wäre ja auch lustig. Ah ja, ihr wisst, das wird immer irgendwo bei mir im Herzen bleiben, ne? Zeit beim Bund. Ja, so war das damals. So. Dann schauen wir mal. Ey, ich brauche den Traffic gar nicht hier erhöhen, ey. Das ist ja hier richtig was los. Aber wie viele Autos hier langfahren? Ein heiliges Kanonenrohr. Ich will ja gleich mal mein Käffchen trinken. Aber ich freue mich heute auf jeden Fall Abend auf ganz entspannt eine Runde Assassin's Creed zu spielen. Da. Boah, ich. Nein, ich bin ja ein bisschen zu schnell unterwegs. Kann doch nicht Warzenschwein sein. Ja, und gerade hier diese Busse, weil die sind wahrscheinlich in der Hauptverkehrszeit hier unterwegs. Dann wirkt es gleich noch ein bisschen ja, interessanter, ne? Wenn hier überall Fahrzeuge am Start sind. Aber das ist jetzt nicht so. Ich würde sagen, dass es jetzt irgendwie stört. KI hauptsächlich ja, von SCS ist. Die haben ja die Autos eigentlich schon ganz gut. Das ist ja nur, wenn man wirklich genauer hinguckt. Ja, aber so im Großen und Ganzen kann man ja schon die Autos so ein bisschen ordnen, die jetzt hingehören. Ja. Was ist der denn schon? Na ja, gut. Wir haben ja 152. Jetzt haben wir, glaube ich, 4 Kilometer erst abgefahren. 4 Kilometer. Ah ja. Das ist ja wieder großartig. Oh je. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Das dauert einfach seine Zeit hier. Kannst ja auch nicht lang rasen, wie so ein Doktor. Ich bin ja mal die Karte. Wir sind aber jetzt gleich an dem Ziel, wo wir hinwollen. Ach, guck mal hier, eine kleine Ente. Ist ja niedlich. Ist die neu drin, oder? Ach, hier ist der VW. Wäre dann cool, wenn da noch irgendwie so eine Lackierung oder so wäre von irgendwelchen Handwerkern oder so. Ja. Hier Maler Klecks oder so, ne? Oder Fliesenleger, Fugenstrich. Ach, guck mal, da vorne ist ein kleiner Mopedfahrer, der hält hier alles auf, ne? Ja, die anderen wollten alle rumfahren. Was wollt ihr denn da? Und cool wäre es, wenn der BMW hier irgendwie so ein BMW-Zeichen wenigstens drin hätte. Das wäre cool. Vielleicht sehen wir nachher noch einen Krankenwagen. Ist ja hoch. Noch nicht allzu alt. Ja. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, ihr könnt natürlich gerne mal eure Ideen mal hier einfach so reinschreiben. Ah, das kann man ja durchaus machen. Was dann umgesetzt wird und was dann alles noch kommen könnte, das steht natürlich in den Sternen. Ne? Alle Sachen. Wir haben schon viel auf der Agenda, das haben wir ja schon besprochen, aber viele sind halt auch hier so spruchreif, ne? So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Wollten wir jetzt hier hoch? Na, sage mal. Dein Urlaub ist jetzt Geschichte, sag ich dir. So, machen wir erstmal eine Landung. Ja, wir fahren jetzt erstmal zur Baustelle. Ich wollte eigentlich hier unten fahren, zur Tankstelle, ne? Alte Punkte. Baustelle. Ah, ja, doch, hier geradeaus fahren, ne?
Ah, ja. Einmal vor durch. Wo ist hier? Ah, ja, doch, hier kann ich reinfahren. Ah, ich mag diese Brücke. Die ist zwar jetzt wieder aktiv, aber ich finde das eigentlich so ganz angemessen, dass die jetzt einfach mal so aus ist. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Wenn ich jetzt richtig fahren würde, dann geht ja hier quasi noch ein bisschen weiter. Und zwar hier rüber, aber es sind halt, ist mir einfach zu weit, ne? Wäre auf jeden Fall hier irgendwo ihre Abladestation von diesem Bereich. Irgendwie hier, vielleicht hier oben oder hier in dem Bereich. Wäre auf jeden Fall cool, weil wenn man beide Karten hat und hier unten lädt, den Bereich, dann will er mich eigentlich grundsätzlich auf die andere Seite führen. Ja, so, aber ich bin erstmal durch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend bei unserem schönen Livestream den Rumpel aus der Kiste Livestream sehen. Und dann sage ich mal, ciao, bis denn.